Hermann Schmittendorf, Golevisia. Ich heiße Sie herzlich willkommen in unserem Magazin. Ich stehe hier auf dem Bahnhof Berlin-Charlottenburg, denn heute mit dem neuen Winterfahrplan 2018-19 gibt es einige gute Veränderungen im Eisenbahnverkehr zwischen Deutschland und Polen. Von diesem Bahnsteig wird gleich der erste Direktzug abfahren. Berlin, Wrocław, Breslau und dann, je nachdem welchen Kurswagen man nimmt, entweder nach Wien oder sogar Budapest oder aber nach Krakau und Przemyśl an der Grenze zur Ukraine. Eine hervorragende Idee, europäisches Eisenbahngefühl zu lernen. Denn vor 4 Jahren war hier der letzte Zug abgefahren in die Richtung Polen von Berlin im Direktfernverkehr und zurück auch der letzte. Jetzt also geht's voran. Herzlich willkommen. Berlin Hauptbahnhof im September 2014. Einfahrt hält der EC 248 Wawel aus Wrocław-Breslau mit Endziel Hamburg. Es war einer der letzten dieser Relationen. Zum Winterfahrplan 2014 wurde sie ersatzlos gestrichen. Trotz des vereinten Protestes von Fahrgastverbänden und Berliner SPD, dem Berliner Senat und dem Land Brandenburg. Bei der Deutschen Bahn hieß es, der Zug sei nur halb besetzt gewesen, das sei nicht kostendeckend. Doch diese Lage war hausgemacht. Bereits ein Jahr vorher hatte die DB ohne Abstimmung mit der polnischen Eisenbahn PKP ihren IC-Bus von Krakau über Breslau nach Berlin auf die Straße gesetzt. Mehr Verkehr auf die Schiene? Die Deutsche Bahn praktizierte damals das Gegenteil. Wir wollen Lust auf Österreich machen. Denn Lightjet steht für eine besondere Qualität des Reisen. Nämlich entspannt und sicher durch die Nacht, zum kleinen Unterstau, ohne genervte Fragen, der Mitreisen und vor allem der kleineren Mitreisen. So ganz nach dem Motto, lässig statt stressig. Eine frohe Überraschung verkündete im Oktober 2016 der Chef der österreichischen Bundesbahnen ÖBB. Die Deutsche Bahn strich all ihre Nachtzüge, doch die ÖBB übernahmen den Verkehr und bauten ihn aus unter dem Markennamen Nightjet. Die ÖBB sind es auch, die zum Winterfahrplan 2018-19 wieder täglich einen Zug zwischen Berlin und Wrocław fahren lassen. Wir haben ja endlich mal wieder eine tägliche Eurocity-Verbindung nach Breslau und auch nach Opole. Und der Punkt ist der, dass diese Verbindung nutzt natürlich besonders den Breslauern, weil sie eine Tagesrandverbindung ermöglicht. Das heißt, man kann von Breslau morgens losfahren und abends zurückfahren. Naja, für Berliner ist es vielleicht auch interessant, wenn man übernachtet und einen Termin am Morgen hat. Der Zug fährt ja um, der wird im historischen Bahnhof von Berlin-Charlottenburg um 18.24 Uhr eingesetzt und fährt dort ab. Charlottenburg war ja vor dem Zweiten Weltkrieg traditionsgemäß immer der Abfahrtsort, der Einsatzort aller Züge, die nach Schlesien und auch über die Ostbahn fuhren. Und man ist dann noch nach 4 Stunden um 22.55 Uhr in Breslau. Die Breslauer sind ja Frühaufsteher, man muss dann gegen 5.10 Uhr kann man losfahren, ist dann aber schon um kurz nach 9 in Berlin. Am 9. Dezember 2018, dem ersten Tag der Gültigkeit des neuen Winterfahrplans, hatten ÖBB und DB einen Nightjet-Zug am Hauptbahnhof zur Besichtigung bereitgestellt. Der Fahrplan von Berlin nach Wien ist ausgeklügelt. Es gibt wichtige Halte in polnischen Städten und sogar Kurswagen nach Krakau und bis nach Przemyśl an der Grenze zur Ukraine. Dazu Kurswagen nach Budapest. Natürlich hält der Nightjet auch unterwegs in Tschechien. Auf diese Weise beteiligen sich mehrere Bahnverwaltungen an den Produktionskosten. Auch die Deutsche Bahn für den Fahrkostenanteil bis nach Frankfurt-Oder. Polens Verkehrsministerium ist ebenso an der Finanzierung beteiligt. Doch zunächst galt es, noch einen weiteren Zug von Berlin nach Wien abzufertigen. Nach 4 Jahren Pause schickt die DB täglich um 10.05 Uhr den ICE 93 als Direktzug von Berlin über Nürnberg nach Wien. Am Bahnsteig studierte ÖBB-Personenverkehrsvorständin Monika Huber das Branchenfachmagazin Bahnmanager, das prominent auch über die ÖBB berichtet. Dann stellte sie sich mit dem Berliner DB-Generalbevollmächtigten Alexander Kretschmarek vor den Jungfern. Zug, zunächst nur mit einer Kelle, dann sogar mit einer traditionellen Eisenbahnermütze.
Klar, dass sich bei so viel Liebe zur Bahn der Zug pünktlich auf die Reise machte. Vor 4 Jahren dauerte die Fahrt Berlin-Wien 9,5 Stunden, erklärte uns Herr Kaczmarek. Heute dauert die Fahrt dank der Neubaustrecke nach München nur noch 7,5 Stunden. Eine echte Verbesserung. Bahnhof Berlin-Charlottenburg gegen 18 Uhr. Jubelnde Bahnfreunde von Fahrgastverbänden wie ProBahn und der Berliner SPD warteten mit bunten Transparenten am Bahnsteig auf die Ankunft des ersten neuen Nachtzugs Berlin-Breslau-Wien. Zu den Bahnenthusiasten gesellte sich ÖBB-Fernverkehrschef Kurt Bauer und erklärte das Meisterstück des internationalen Zugfahrplans. Bei der Ankunft des Zuges klärte sich ein erstes organisatorisches Detail. Die Wagen zog eine Siemens-Mehrstromlok der polnischen Staatsbahnen PKP. Direkt hinter der Lok waren die Kurswagen zur ukrainischen Grenze platziert. Danach erst kamen die österreichischen Nightjet-Wagen. Eine clevere Lösung. So kommen die polnischen Wagen später schnell ans Ziel. Der Hauptteil des Nightjet wird dagegen in Polen einfach abgehängt und von einer anderen Lok Richtung Tschechien und Wien gezogen. Die ÖBB lud alle Bahnfreunde ein, von Charlottenburg bis zum nächsten Halt am Hauptbahnhof mit dem Zug mitzufahren. Dieses Laufschild lässt erahnen, wie kompliziert die Planung des Zuges sein musste, firmiert er doch unter 5 verschiedenen nationalen Zugnummern. SPD-Ausschussvorsitzende Sibylle Uken dankte für die neue Zugverbindung mit den Worten: Heute können wir als Fachausschuss Mobilität zusammen mit der AG Polen der SPD Berlin-Charlottenburg einen großen Erfolg für die Berlinerinnen und Berliner feiern. Und hier die österreichisch-deutsche Zugnummer, Nightjet NJ457. Wie ist denn hier so das Sitzgefühl? Würde man das durchhalten, ein paar Stunden? Oder so? Ja, natürlich. Das sind doch die guten alten Abteilwagen, wie ihr sie auch von der DB kennt, die also alle verschrottet sind. Ja. Die sind gar nicht mal so schlecht. Ja. Für die gemütlicher. Wünsche dürfen sein. Jedenfalls baten SPD-Mobilitätssprecherin Uken und Grünen-Europaabgeordneter Michael Kramer, DB und ÖBB den Nachtzug demnächst auch am Berliner Bahnhof Zoo halten zu lassen. Ja, ich freue mich, dass wir heute bei der Premierenfahrt dabei sind, von Berlin-Charlottenburg nach Wien Hauptbahnhof mit dem neuen Nightjet, der jetzt täglich die zwei größten deutschsprachigen Städte verbindet, die zwei Hauptstädte, die ja schon kulturell auch sehr viel miteinander zu tun haben. Und ab jetzt einmal in der Nacht und übrigens auch einmal am Tag mit ICE wieder direkt zu erreichen sind. Und das mit einem hohen Niveau? Selbstverständlich, das gewohnte Nightjet-Niveau mit Schlafwagen, Liegewagen, Sitzwagen. Hier befinden wir uns gerade im 2. Klasse Sitzwagen, der aber, denke ich, auch für eine Übernachtfahrt alle Voraussetzungen mitbringt, anders als vielleicht so Großraumwagen, in denen man die Beleuchtung nicht regulieren kann. Die Individualität hier, glaube ich, ist schon ein entscheidender Unterschied zu dem, was andere Nachtzüge heute in Europa noch bieten können. Gab es denn schon Buchung für einen zum ersten Mal fahrenden Zug oder muss ich das erst einpendeln? Also typischerweise gibt es einen Hochlauf bei solchen neuen Mobilitätsprodukten, aber ich habe gerade ein Pärchen im Liegewagen begrüßen dürfen, die heute eben auch bei der Premierenfahrt dabei sind. Sie ist Österreicherin, er ist Berliner und sie haben dann zu mir gesagt, sie haben eher den Zug zufällig gefunden und freuen sich, dass sie jetzt endlich wieder auf der Schiene zwischen Wien und Berlin unterwegs sein können. Herr Bauer, Sie haben ein Händchen für die rechten Reisenden. Da gratulieren wir Ihnen, hoffen, dass ganz viele denselben Drang verspüren. Das wünsche ich uns auch und das wünsche ich natürlich auch allen Reisenden. Vielen Dank. Der Zug ist noch nirgends bisher bekannt und schon gibt es Mitreisende und dann auch noch so eine Love-Story über die Grenzen hinweg. Erzählen Sie mal, zumindest über Liebe zum Zug. Wie kam das jetzt, dass Sie den Zug hier haben? Wir sind immer Nachtzug gefahren und jetzt gab es den einen ja nicht. Wir haben der ÖBB geschrieben und nachgefragt, warum es keinen gibt. Die haben sogar Werbung gemacht mit der Strecke von Wien nach Berlin. Aber vor einem Jahr haben wir entsetzt festgestellt, dass wir nicht mehr nach Berlin kommen über Nacht. Und jetzt hat sich das sehr gut ergeben, dass wir gerade wieder seine Familie in Berlin besucht haben und mit dem ersten Nachtzug zurückfahren. Aber wir haben gar nicht gewusst, dass das so ein... Also für uns natürlich ein persönliches Highlight, aber das ist auch so viele andere mit uns teilen, diese Freude über den Nachtzug. Wir lassen Sie nachher diskret wieder zu zweit, aber das ist in der Tat... Was sagen Sie denn hier zu dem Emploi? Hier gibt es also sogar Bildchen an der Decke und auch das Frühstück soll recht nett sein. Service, haben Sie schon erkannt, wie gefällt Ihnen das so?
Und ein Begrüßungssekt, ja, alles dabei. Was wunderbar. Ist noch mehr? Also, Frühstück müssen wir schauen. Das ÖBB-Frühstück ist eines der besten in Nachtzügen, muss man schon sagen. Spezialistin also, am Werk. Naja. Das letzte Frühstück, das waren diese abgepackten Plastik-Croissants, die waren nicht so gut, aber deshalb freuen wir uns. Aber schon. Die ÖBB-Decke kannte ich noch nicht. Ich freue mich sehr da und wir sind auf jeden Fall Bahnwerber. Ja. Gerade in Anbetracht der absurd niedrigen Klimapreise muss man das, Flugpreise und der Klimakrise muss man das natürlich immer noch weiter bewerben, aber wir, glaube ich, sind da ganz gut dran. Einfahrt am Berliner Hauptbahnhof. Wer hätte das gedacht? Obwohl es der erste Fahrtag ist, drängeln sich zahlreiche Reisende am Bahnsteig. Und es gab Teil 2 der Bahnfreunde-Demo, diesmal getragen von Vertretern der europaweiten Initiativen Back on Track, zu Deutsch zurück auf die Schiene, und Stay Grounded, bleib auf dem Boden, die sich für Bahn statt Flugreisen einsetzen. Der Europaparlamentsabgeordnete von Grünen Bündnis 90, Michael Kramer, begrüßte den neuen Zug am Bahnsteig mit einem Plakat: Ich möchte auch einen Nachtzug nach Kopenhagen. Den werden die ÖBB wohl nicht anbieten, aber vielleicht doch die DB. Früher gab es das ja mal. Kramer bemängelte in einer verteilten Erklärung, dass der Nachtzug derzeit über Frankfurt-Oder geleitet werden muss, weil für einen kürzeren Weg auf deutscher Seite eine Elektrifizierungslücke klafft. Während in Stuttgart Milliarden für die Halbierung der Bahnhofskapazität keine Rolle spielen, sind für die Strecke von Cottbus über Horka nach Polen 100 Millionen Euro angeblich nicht vorhanden, obwohl die Fahrzeit dadurch um 2,5 Stunden verkürzt würde. Aus Paris war extra Bahnaktivistin Lorelei zur Berliner Bahnsteig-Demo angereist. Ich bin überzeugt, dass die Nachtzüge eine echte, wichtige Alternative auf Langstrecken sind zu Auto und Flugzeug. Züge verschmutzen die Luft viel, viel weniger. Leider verschwinden in Frankreich und in Europa immer mehr solcher Züge aus dem Dienst. Deshalb bin ich glücklich, dass ab heute täglich ein neuer Nachtzug von diesem Gleis aus Berlin abfährt. Bessere Informationen für die Fahrgäste, damit die Buchungsmöglichkeit verbessert wird. Wir sind sehr glücklich über diesen Zug, weil wir endlich wieder eine bessere Verbindung nach Polen bekommen. Das und Sie hatten ja vorher auch getrauert am Bahnsteig. Öffentliche Bahnsteigtrauer ist ja selten eine Sache. Ne? Genau. Und jetzt sind wir besonders glücklich darüber. Sehr schön. Wir freuen uns auf die Fahrt mit diesem Zug. Und um 4:59 Uhr. Der Nachtzug machte sich auf die Reise. Am Bahnsteig debattierten die Bahnfreunde noch eine Zeit lang angeregt mit ÖBB-Fernverkehrschef Bauer. Der neuen Zugverbindung wünschen wir, dass sie gut angenommen wird. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.